Möchtest du Teil von Mittwald werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Anpfiff der Partie zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart. Hannover 1:3 verloren gegen Hertha BSC Berlin. Stuttgart damit am spektakulären 3:3 gegen den ersten FC Köln. Auch wenn das erste Spiel nicht gewonnen, haben sie sich sehr, sehr ordentlich verkauft. Jetzt aber macht Hannover erstmal die Musik mit der ersten Großchance. Hier sehen wir das Trainerteam von Hannover 96 mit einem ganz interessanten Mann. Das ist ganz rechts. Das ist Steven Turek. 27 Jahre, der mit Anfang 20 alles auf die Karte Fußballtrainer setzte. Er hat eine Homepage, also Steven Turek. Einfach mal googeln. Sehr interessant mit einigen Philosophien. Er schreibt Zusammenarbeit mit anderen Trainern, Büchern, Zeitschriften. Hat als junger Mann da Urlaub gemacht, wo die Bundesligisten im Trainingslager waren, um da alles aufzusaugen. Also ein sehr, sehr interessanter, spannender Mann, von dem wir in den nächsten Jahren sicherlich noch das eine oder andere hören werden. Auch außerhalb des U16-Fußballs, denn der Mann hat Ambitionen bis ganz nach oben für Hannover 96. Muss jetzt aber erstmal den Rückstand seiner Mannschaft hinnehmen. Die Stuttgarter sind in Führung gegangen. Mit 1:0 in dieser Partie und Hannover jetzt mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Ole Warnecke allerdings verpasst. Auf der anderen Seite Niklas Griesmeier im Tor. Der Hannoveraner zur Stelle. Eckball gibt's. Entschieden von Daniel Oepping. Sein erstes Spiel heute im Verlauf. Wichtiger Block hier von Hannover. Da rollt er den Stuttgarter an. Alles ohne Gefahr. Dodo, 1 gegen 1, das war ja, positiv formuliert mutig, da ins 1 gegen 1 zu gehen. Super geschaltet hier ins Dribbling gegen Leonard Münst. Ja, da hätte es eine bessere Option gegeben. Das war ein bisschen stumpf hier. Kai Oswald, ja, er guckt sie, egal wie steht. Wie 7 Tage Regenwetter. Der Ex-Profi, sehr intensiv, sehr ehrgeizig dabei. So, Hannover jetzt. Ich bin jetzt sehr geduldig, mit der 2-0-Führung im Rücken geht das natürlich auch. Da wird kräftiger Schluck aus der Pulle genommen. Es ist anstrengend, es ist intensiv hier für die Spieler. Enorm hohes Tempo durch die Rundumbande, so gut wie keine Pausen. Permanentes Tempo, immer wieder diese körperlichen 1 gegen 1 Duelle. Und Stuttgart wirkt hier körperlich auch ein Stück weit besser, zweikampfstärker. Setzen sich mehr durch. Hannover prallt noch so ein bisschen ab, wirkt insgesamt körperlich auch nicht ganz so stark. Hier der nächste Ballverlust im Aufbau. Immer wieder diese 1 gegen 1 Duelle. Hier besser verteidigt, aber nächster Schussversuch durch den VfB Stuttgart. Wieder Ballbesitz Hannover. Auch da wieder so ein Beispiel. Sie spielen den Ball in die Tiefe, setzen sich körperlich da nicht durch. Und da war mehr drin, weil da hat er ganz viel Platz gehabt. Das könnte Maximilian Göckel gewesen sein. Da hätte er den Deckel fast schon für seine Mannschaft auf die Partie machen können. Das war klasse, der Ballgewinn durch Sanchez.
mir auch alles. Erstmal liegt auf dem Arsch und danach brauche ich auch alles kaputt. Ja. Alles klar. Mal guter Ball gewinnen. Aber da wieder körperlich, okay, jetzt wird Freistoß gepfiffen. Aber es fällt auf, wenn man mal drauf achtet. Nur diese Duelle immer dann, wenn der Körper ins Spiel kommt, gehen so zu gefühlten 80% immer an den VfB Stuttgart. Die werden ein Stück breiter im Kreuz, ein Stück stabiler wirken als die Hannoveraner. Die Hannoveraner ja Tabellen-Siebter in der Niedersachsenliga. Nächster Ballgewinn. 2 gegen 1 Überzahl jetzt. Klasse, den Ball rübergelegt. Abschluss. Auch da wieder Sanchez. War mehr drin. Ist ja Nationalspieler auf Abruf für Deutschland. Top-Torschütze der Stuttgarter. Enrique Katsianas Sanchez. 6 Saisontore gemacht. Ballbesitz für Hannover. 96 Begeisterung. Darüber hält sie in Grenzen. So, da wird das Smartphone rausgeholt. Auch hier die Möglichkeit, Second Screen Möglichkeit. Wir haben nämlich die Möglichkeit, A, den Score abzurufen. Sie können mit dem Smartphone, also oder dem Tablet, dem Laptop, den Score anmachen. Da können Sie Live-Tabellen verfolgen. Gerade in dieser neuen Konstellation, dass wir eine große Gesamttabelle haben. Jedes Ergebnis fließt in diese Tabelle ein. Hier können Sie nachgucken, wo steht Ihr Team, wo stehen die Mannschaften, wie sind die Konstellationen und natürlich unser Livestream. Stimmung nach wie vor gut auf der Tribüne. Mit Chips und allem ausgestattet, lässt es sich leben in der Halle. Der Live-Score, sponsort vom Marktkauf. Auch ein ganz neues Medium. Super Gelegenheit, hier up-to-date zu bleiben. Und der Livestream hier ermöglicht durch die Firma Mittwald, durchgesetzt durch das Team von Kamera OWL. Weiter Ball. Gute Verarbeitung, aber dann doch. Das ist schon... Ich hoffe, das kommt über den Bildschirm rüber. Die Marke Odua, die Nummer 7 von Hannover 96. Sehr klein, sehr schmächtig, aber sehr wendig. Ja, schön, wenn wir gleich nochmal an den Ball bekommen. Jetzt aber erstmal die Riesenparade von Griesmeier. Wo er die Pranke noch gerade so hinbekommt. Mann, das ist der kleine Mann. Wenn man das mit den Stuttgartern vergleicht, das ist schon ein Riesenunterschied körperlich. Jetzt sehen wir es ganz gut hier im Vergleich. Aber auch er setzt sich hin und dann macht los. Beim 0:3. Also das ist das symptomatische Beispiel für die körperlichen Unterschiede hier zwischen beiden Mannschaften. Wie gesagt, Stuttgart immer einen Schritt schneller, Schritt kraftvoller im Vergleich mit Hannover 96. Guter tiefer Ball jetzt. Torschütze eben Leonhard Münst, Nummer 10 der Stuttgarter. Nächster langer Ball da.
Ecke sieht Griesmeier wieder Kopf und Kragen, um die Chance zu verhindern. Das ist der erneute Stuttgarter Angriff. Ball unter die Latte. Wieder von Münst. Guter Abschluss. 2 Minuten noch auf der Uhr. Hannover jetzt mal mit Tempo. Es sind die Beispiele. Münz wieder, klasse quergelegt, klasse 4-0. Maximilian Görgel vollendet. Super rausgespielt. Wunderbar hier. Das ist Hallenfußball. Und das ist der Fußball, den wir vielleicht in den 1-2 Spielen davor gefordert, aber uns schon gewünscht hätten. Wir alle zusammen. So Hannover mit dem Versuch zum Ehrentreffer. Und wir starten sofort in die letzte Spielminute dieser Partie. Jetzt mit der Ballgewinn Hannover nochmal mit der Chance. 1 gegen 1 hat er sich vor lauter Übersteiger fast selber zu Fall gebracht. Das war sicherlich eine recht unglückliche Situation. So, Abpraller jetzt von der Bande, aber nicht mit Stuttgarts Keeper Patrick Schott. So, nächster Fehlpass, Hannover nochmal wieder verdribbelt. Also es ist auch in der Höhe, das muss man so klar sagen, eine verdiente Niederlage für Hannover 96. Der Auftritt sicherlich ziemlich unglücklich. Der Niedersachsen. Schussversuch. Schott nochmal. Ah, sie wollen das Tor. Sie wollen unbedingt noch zumindest einmal treffen. Aber wieder da. Wieder körperlich schwach. Man sieht es hier wieder gut im Vergleich. Der ist ein Kopf größer. Das war's. Mit 4-0 gewinnt der VfB Stuttgart. Freut sich verhalten. Wir gehen ab in die Highlights und melden uns gleich mit der nächsten Partie mit unserer Mühlenkreisauswahl. Andere schließen. Wir bleiben! Die Bank mit Vor-Ort-Garantie. Volksbank Lübecker Land.